Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und, ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Haul. Wo fangen wir an? Ja, das hat jetzt nicht wirklich was mit Shoppen zu tun, aber ich habe mir von Severin, also beziehungsweise über Deutschlandkarte, so einen Kontaktgrill von Severin geholt. Was war denn das? Ich glaube 4000 Punkte oder 4100 Punkte. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ich habe kein Geld dafür ausgegeben. Ich habe Geld davor dafür ausgegeben, weil ich habe, um die Punkte zu machen, immer wenn ich bei Netto oder wenn bei anderen Läden war, wo ich mit Netto-Karte, also beziehungsweise mit Deutschland-Karte bezahlen konnte, habe ich das gemacht. Das Ding hat auch nur 800 Watt. Ja, also da. Bisschen konnten wir jetzt schon testen. So an sich ist es gut. Mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen. Also ist jetzt auch nicht drin. Wollte ich euch nur zeigen. So. Und dass ich den Tisch leerer machen kann, weil meine Frau schon rummeckert, weil hier alles voll steht. Da ist auch dann noch so Bedienungsanleitung mit dazu in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 in 12 verschiedenen Sprachen. So, dann habe ich bei Netto ein Vokabelheft für meine Tochter geholt, für Englisch. Er ist jetzt nicht weit bewegend, aber hat halt nur ein bisschen nur gekostet und hier mit Lesezeichen und allem drum und dran und mehrere Lesezeichen. Und da habe ich gedacht, Mensch, kann sie gut gebrauchen, nimmst du mal mit. Und dann habe ich für meine Frau Glühbirnen geholt. Für ihre neue Wohnung. Weil die mag das nicht mit diesem Weißlicht. Das will sie nicht. Und jetzt habe ich hier welche von LED, die halt auch so ein bisschen einen alten Look haben. So. Aber die, also seht ihr da in der Mitte das LED? Aber diese mit dem kleinen Ding hat sie nicht. Also behalte ich sie, kommen sie bei mir hier in den Lampen drin. Ich meine, hier oben nicht unterstützen das, aber ich... Mal gucken. Muss ich nochmal gucken. Weil ich hatte eigentlich auch gedacht, dass sie nur nochmal größer sind, weil mit den Lampengrößen kenne ich mich, Glühbirnengrößen kenne ich mich überhaupt nie aus. Ich habe echt gedacht, das ist die Größe. Oder ich muss nochmal gucken, ob ich da vielleicht beim Kauf falsch gemacht habe. Ey, was leckt mich doch am Arsch? Geh doch mal zu, du Dreckscheiße hier. Ist doch kacke. Oh, jetzt. So, dann haben wir das. Das muss ich dann unten in den Schrank räumen. Und dann habe ich noch was. Das will ich euch nur kurz zeigen. Oh, die Verpackung ist aufgegangen. Ich hab's noch nicht aufgehabt. Mal zumachen. Das kam auch gestern. Eine Android-Box. Werdet ihr euch auch sagen, wozu willst du eine Android-Box? Du hast die Kodiana-Box, du hast Fire TV. Der ist für meine Frau. Die will ich, habe ich für meine Frau gekauft. Hier ist YouTube, Netflix, Google Play, Google Play Apps, Facebook, USB, 4K Ultra HD. 4K Ultra HD, wissen wir, was wir davon halten sollen. Für die meisten Apps haben die in China nicht die Lizenz, also von daher wird es immer nur in 1080p sein und die Box rendert das irgendwie hoch, mal mehr, mal schlecht, mal nicht so schlecht, kommt immer drauf an. Die Fernbedienung fand ich aber sehr interessant und die sieht auch echt klein aus. Die Fernbedienung fand ich sehr interessant. Hat auch wohl Sprachsteuerung und sowas alles und die will ich jetzt für meine Frau fertig machen und dann kann die oben... Kodi mache ich ihr ruf und dann kann sie oben, wenn sie dann mal RTL irgendwann, ach Quatsch, Vox ihre Sendung verpasst hat, guckt sie dann auf TV Now und dann kann sie das da gucken. Was anderes wird sie da auch nicht nutzen. Ja doch, YouTube wird sie nutzen. Irgendwelche Dokus gucken. Netflix mache ich ihr auch ruf, kriegt mein Netflix-Konto drauf. Dann kann sie sich das aussuchen, ob sie das will oder nicht. Aber jedenfalls ist er da, dann kann sie zum Einschlafen gucken, wenn sie mal aus dem Schichtdienst kommt. Das sind 2 GB RAM, DDR3, 16 GB internen Flash-Speicher,
Also Arbeitsspeicher 2 GB und ein IMLogic S 905W Quad Core ARM ist da drin. Och, Mensch, ich kann die gar nicht lesen. Cortex A53, glaube ich. Oh, ich bin mal gespannt. Da wirkt aber, das ist auch Android 7.1 drauf. Also da will ich aber ein separates Unboxing zu machen und Hardware-Video, weil viele haben gefragt, mach mal wieder ein richtiges Unboxing. Habe gedacht, Mensch, da kann nichts mit dem hier reden. Mal ein Unboxing, ein Hardware-Video, wenn wir das uns die Hardware angucken, dann Hardware-Check werden wir machen, wenn wir das anschließen. Und ich bin am Überlegen, ob ich das auch filme, wie Kodi installiere und so. Mal gucken. So, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ach nee, ich habe noch was. Das habe ich ja im Stream schon gezeigt. Ich wollte mir dann noch bei Netto so ein Monster kaufen. Und meine Frau sagt, nee, mach das nicht. 7,99 € zu teuer. Oder 6,99 €? Weiß ich nicht. Und dann hat meine Frau mir so ein Monster mitgebracht. Das ist ein Kuschelkissen. Also richtig flauschig. Ja, und dann hat es hinten so einen Stern. Und da hat sie mir mitgebracht. Hier ist so ein bisschen Faden, den muss ich nur abschneiden. Oder? So, geht auch so. Und der sitzt jetzt auf der Couch. Ich habe gedacht, der passt vernünftig auf der Couch, auf der Ablagerhof, also auf der Lehne. Aber der hat zu fetten Arsch. Ja? Also der passt nicht auf der Couch ruf, weil zu breit. Der rutscht dann immer runter. So breit ist meine Couch nicht. So, jetzt soll es aber wirklich gewesen sein. Wie gesagt, ein Däumchen wären Träumsche. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich mache jetzt gleich zur Android-Box noch die Videos. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.